Verstehst du, es ist ein Haufen Pessimismus rum. Mhm. Wir haben die ganzen ökologischen Herausforderungen. Ich habe gestern einen Vortrag von 1200 Leuten zum Thema New Work. Zuerst habe ich gefragt, was ist das? Mhm. Ja, das wird eine grosse Herausforderung für die Unternehmen. Es wird schwierig. Und wie gehen wir um? Die Generation Z will nicht mehr. Mhm. Das ist übrigens ein bisschen Habakuk. Es ist einfach hier und jetzt ist es jetzt so. Seit es uns Menschen gibt, entwickeln wir uns. Herzlich willkommen zum Bänkli-Tag. Mein heutiger Gast ist der Globetrotter per se und darum ist er auch der Chef der Globetrotter-Gruppe, und zwar der André Lütti. Herzlich willkommen. Ciao, Gabor. André, bevor wir über den Ort, wo wir hier sind, reden, meine erste Frage ist, wie alt bist du? Schon 63. Ich kann es fast nicht glauben. Man sieht es nicht an. Danke. Nein, wirklich, also von dem her. Jetzt habe ich aber gesagt, der Ort, wo wir da sind, ich finde den auch sehr, sehr speziell. Sag doch du mir, wieso, dass du uns hierher gebracht hast. Ja, ich bin 200 Meter Luftlinie von hier aufgewachsen, hier im Tal unten. Und jeden Morgen, als kleiner Bub, wo ich anfange zu realisieren, was los ist auf der Welt, habe ich das Kapellchen gesehen da oben. Und dann mit der Zeit haben wir geschlittelt hier im Hang. Stimmt, ja. Haben immer den Besuch da aufgeführt. Also das ist so ein bisschen das Kapellchen geworden. Obwohl wir als Protestanten hier im katholischen Freiburg geschmitten waren, als fast von den einzigen. Das Kapellchen hat mich irgendwie auch geprägt. Bis okay. Heute. Was bedeutet dir der Ort? Wenn man's, oder was bedeutet dir... Weil du bist ja, ich habe es vorhin gesagt, du bist ja der Globetrotter, der Reisende. Was bedeutet dir die Wurzeln da? Ja, ich bin ja so viel gereist, unter anderem über 50 Mal im Himalaya. Ich war viel in den Klöstern im Himalaya, habe mich mit dem Buddhismus, mit der Philosophie auseinandergesetzt. Und je mehr dass du reist, desto mehr realisierst du, was du eigentlich daheim hast. Mhm. Und am Schluss war das für mich auch so gewesen, mit dem Käppeli. Mit 20 Jahren habe ich gedacht, das Käppeli, jetzt ist es fort. Aber so die Orte der Besinnung, es geht mehr um das, wo du dich zurückziehen kannst, wo man gewisse Ruhe ausstrahlt. Und im Himalaya so oft habe ich gemacht, habe ich gedacht, er ist eigentlich vor der Haustür. Gell? Wie geht, weiss Gott woher? Ich habe das Gefühl, man muss jetzt das sehen, aber dabei hast du gewisse Sachen ja vor Ort, oder? Geht dir das in dem Fall auch? Absolut. So? Und wegen dem sage ich noch heute, es gibt kein schöner Space Camp als die Schweiz für mich, respektive mein Zuhause. Und von dort ziehe ich aus. Und hat auch einen Zusammenhang mit dem Käppel. Ja. Okay. Jetzt hast du vorhin noch gesagt, du bist schon 63. Kannst es kaum glauben. Beim Bänkli-Tag reden wir über das Älterwerden. Wie geht es dir mit dem Älterwerden? Also wenn ich die Zahl anschaue, nicht gut. Okay. Aber wenn ich sehe, wie ich lebe, wie ich eine Life-Balance habe gefunden, wie ich noch so gerne spörteln und verrückte Sachen machen, dann fühle ich mich überhaupt nicht drüben. Also habe ich überhaupt kein Problem. Also wenn es die blöde Zahl nicht gäbe, wenn man das nicht hätte messen eines Tages. Irgendjemand hat das erfunden, dass man das Alter zählt. Ich glaube, ich wäre ein glücklicher Mensch. Also ich bin auch so, sorry. Ja, alles. Aber zählst denn du überhaupt das Alter? Oder bedeutet dir der Geburtstag überhaupt etwas mittlerweile? Oder ist es, weißt, wie hat sich das verändert? Nein, aber das ist natürlich als Mensch, du kommst mit, eines Tages bist du passioniert. Horror, oder? Also, als mein Vater ist pensioniert worden, ist das ein alter Sack in meinen Augen. Und ich bin zu einem Jahr wäre ich pensioniert, theoretisch. Oder? Und das, ja, das beschäftigt dich schon. Aber andererseits, eben, ich lebe jeden Tag, wie er kommt. Und ich habe meine Flausen im Kopf, die manchmal nicht einem 63-Jährigen entsprechen. Ja, das ist gut so. Aber das behalten die Jungs sozusagen, mindestens im Geiste, oder? Auch. Ja, absolut. Und gut, das kommt im Kontext mit dem Reisen, im Kontext mit dem Sport. Ich kann es einfach manchmal fast nicht glauben, in die Zahl anschauen. Ja. Effektiv. Du hast es vorhin noch gesagt, mit 65 werden wir ja in der Schweiz offiziell pensioniert. Ich habe vor zwei Wochen Bea Petri drauf auf dem Bänkchen, und sie hat mir gesagt, mit 62 hat sie sich früher pensionieren lassen, hat das Unternehmen abgegeben und ist nachher in ein Loch gefallen. Wenn du jetzt zwei Jahre früher schaust, hast du irgendeinen Plan für deine Pension? Oder wie geht es? Du bist etwa der Zehnte, der das fragt. Ist wahr? In zwei Monaten. Nein, ja, kein Plan. Ja, als Pensionsplan, ist das meine Aufgabe? Ja, auch das ist mir wurscht. Ah, nein.
Nein, ich habe echt keinen Plan. Also, okay. Also dass ich mit 65 alles abreisse, nein. Und einfach Briefmarken sammeln und Auto waschen, nein. Und das Reisen ist ein Teil von meinem Leben, glaube ich, bis zum Ende von meinem Leben. Ich habe schon ein paar Sachen eingelegt. Ich habe schon mit 50 operativ abgegeben, den CEO-Job. Ich bin jetzt noch Verwaltungsratspräsident, habe 13 CEOs, die super ihren Job machen. Und ich werde immer verbunden sein in diesem Unternehmen. Ich bin auch beteiligt auf einer Geissbockart, wie haben Sie gesagt. Und sei es als VRP, sei es als Gesicht gegen aussen, sei es... Eben, für mich gibt es die Zahl 65 nicht. Die ist für dich auch nicht relevant. Soll auch nicht sein, die hat ihre Pensionskasse, Fritzen, erfunden. Ah, ich bin kein... Ja, du musst irgendwo festhalten, weißt du? Nein, halt da von immer. Ja. Genau, ja. Nein, die vielen Reisen auf diesem Planeten haben halt auch viele Sachen relativiert. Ja. Oder ich bin in Ländern unterwegs, wo die Leute im Schnitt 49 werden. Nur so, oder? Und das sagst du dann schon, ja, was haben wir da für ein Zeug? Mhm. Oder respektive... Entschuldigung, ja. Und wir haben ja das Glück, dass wir so alt werden können. Ja. Das ist noch einmal die andere Geschichte. Oder? Weil wir so weit, jetzt gerade in der westlichen Hemisphäre vor allem, so weit sind heute. Mhm. Mit der Medizin und so weiter. Dass wir immer älter und immer älter werden. Und ob das gut oder schlecht ist, könnte man zu lange philosophieren. Mhm. Mir hat mal jemand gesagt, weißt du, Gabo, ist ja schön, können wir überhaupt darüber reden, Pension. Also weißt du, dass man nachher den Ruhestand, dass man nicht mehr muss arbeiten, Anführungszeichen. Ja, weißt du, so im Sinne von, wir arbeiten 40 Jahre lang, damit wir dann nachher nicht mehr arbeiten müssen. Das ist, glaube ich, nicht dein Lebenskonzept, oder? Es ist ja leider so, dass wir Menschen arbeiten oft als ein Müssen, als eine Last anschauen. Oder? Es ist nicht ein Teil des Lebens eine Freude. Es ist eine Last und dementsprechend freut man sich auf die 3 Wochen Ferien im Liegestuhl und auf die Pension. Und endlich Leuen. Also Leuen, hoffen wir, versteht es. Erholen. Und ich weiss nicht, ob das wirklich die Idee ist von uns Menschen, dass wir nicht Stand bringen, dass sich das Ganze verzahnt, also das Persönliche, das Private, das Berufliche, dass es eben zu einer Life-Balance wird und das Arbeiten auch nicht ein Müssen ist, sondern als ein Teil, der immer erfüllt vom Leben. Und dann kommt auch nicht die grosse Sehnsucht, 65 zu werden, für dann nicht mehr zu machen. Das auf das hin zu arbeiten, dass ich dann kann. Ja, noch fast Gas geben. Oder? Ja. Dann wirst du ja älter. Ja. Wenn du als 60-Jähriger denkst, jetzt ist er hoffentlich bald 65. 60. Ich sage, dann wirst du im Geist älter. Mhm. Ja, ich weiss, was du meinst. Weil du lebst ja auch gar nicht im Jetzt. Nein. Oder? Nein. Also es ist ja immer, du denkst dir immer, in 5 Jahren, ich als 60-Jähriger, dann werde ich dann. Und ich mache ja die Erfahrung, wir haben das vorher noch im Vorgespräch haben wir diskutiert miteinander, dass ich Kunden jetzt auch mit 60 verloren habe, also die gestorben sind oder Pläne haben. Und dann können sie es gar nicht umsetzen. Und dann ist für mich weh, wieso warten? Eben. Aber es braucht natürlich eine Zuversicht. Das braucht in einem gewissen Sinn, esoterisch gesehen, ein bisschen eine Selbstliebe, ein Selbstvertrauen und ein bei dir sein. Was meinst du mit Selbstliebe? Ja, wenn du das Wichtigste für dich ist, dass du zufrieden und glücklich bist. Ja. Und gemerkt oder mal hast dürfen, das merken, dass es nicht auf der monetären Basis passiert, glücklich sein. Abgesehen von den Grundbedürfnissen. Sorry. Klar. Oder? Ja, immer. Dann gehst du die ganze Geschichte entspannter. Aber es gibt etwas, das du nicht beeinflussen kannst, karmisch gesehen, das ist die Zukunft. Und es gibt etwas, das du nicht mehr ändern kannst, das ist die Vergangenheit. Also bleibt noch etwas zwischen. Und dort gibt es immer, der Weg ist gegeben. Ja. Und ich sage immer, alles, was dir im Leben widerfährt, die schönen Sachen, die tragischen, die traurigen Sachen bis zum Tod, es hat alles einen Sinn. Realisieren tun wir das immer sehr viel später. Aber es hat alles einen Sinn. Und es ist schwierig, jemandem zu sagen, wo jemand verliert. Ja, es hat alles einen Sinn im Leben. Das ist schwierig. Aber schlussendlich ist es meine feste Überzeugung. Unser Ganze hat einen Sinn. Und dementsprechend, wenn du das Glück hast, das ein bisschen so anzuschauen, gehst du halt vielleicht auch ein bisschen lockerer. Ja. Um mit dieser magischen Zahl 65. Um bei der zu bleiben, gell? Vorher hast du jetzt noch nie so viel über das geredet, wie jetzt gerade momentan. Nein, überhaupt nicht.
Aber du hast ja eingewilligt für den Bänkli-Tag. Ja, ja, ich habe gewusst, dass du 65 gehst. Alles gut, alles gut. Du hast mir ja noch, jetzt gerade vorher noch gesagt, eben Globetrotter-Reisen. Ihr habt ja auch viele, die in der frühen Pension, glaube ich, jetzt mehr reisen tun. Oder wie nimmst du das wahr? Das wie gehen so die Leute um? Spannend. Also das Segment, das am meisten wächst in der einen Firma, also die Baukasten, die Individualreisen. Ja. Es gleich ob 3- oder 5 Sterne reisen. Das sind wirklich früh Pensionierte und Pensionierte. Also Zeit, okay, Fit und Geld. Ja. Und dort sage ich natürlich immerhin, machen sie es jetzt. Also für mich ist das Reisen die beste Lebensschule überhaupt. Mhm. Und wenn sie jetzt sagen, jetzt gehen wir raus in die Welt, revidieren noch unsere Meinungen revidieren über Islam, statt nur Medien lesen und eine Meinung haben. Ja. Statt das Geld auf die Seite vererben, sage ich, es sind nur aus geschäftlichen Gründen. Muss ich wirklich betonen. Ja, ja. Nein, ich verstehe es auch so. Ja. Es tut gut. Und wir sagen ja immer, das Reisen trägt so viel auch zur Völkerverständigung bei. Für Respekt und Toleranz für andere Kulturen, andere Religionen. Und wenn ältere Leute das jetzt für anfangen zu pflegen und hoffentlich das auch ein bisschen weitergeben können, da ja auch jetzt natürlich Enkelkind hüten, ist ja so, oder die grosse Kita. Also, dann finde ich das eigentlich eine sehr schöne Entwicklung. Es sind immer mehr Leute, die das jetzt checken. Sie wollen natürlich immer sicherer reisen, das ist die andere Geschichte. Das muss immer mehr als abgesichert. Also es ist nicht so, du bist ja jetzt mehr der Abenteurer, also Abenteurer, nein, einfach der, der blöd gesagt mit dem Rucksack mal losgehen kann, ohne festen Plan, ohne Absicherung. Aber du nimmst wahr, unsere Gesellschaft, also ich habe generell den Eindruck, unsere Gesellschaft ist so, es muss immer alles abgesichert sein. Sonst, ja, leider immer mehr. Ist das auch deine Wahrnehmung? Ja. Also gegenüber, als ich von hier unten war, ich hatte jeden Tag als 7-Jähriger schon 16 km Schulweg mit dem Melo. Das hast du dürfen machen? Da hinten, weil ich reformiert war und nicht in die katholische Schule gehörte. Okay. Alle Reformierten sind zusammengezogen worden. Ja. Und da sind wir einfach Velo. Hast du gemeint, es hätte Helme gegeben oder so? Oder Skifahren mit Helm. Das ist ja alles okay. Aber es hat eine Tendenz angenommen, die Absicherungen, die mich nachdenklich machen. Ich morgen gehe Säckle tahren. Auf dem Spielplatz, wo so dicke Matten sind. Mütter mit ihren Kindern und Kindern haben Helme an. Das ist ein blödes Beispiel. Nein, aber ich weiss, was du mit mir. Immer mehr sind wir gedreht und prägt von Angst. Es könnte etwas passieren. Für die Versicherung ist das ein super Geschäft. Ja. Und die Auto haben mittlerweile jetzt noch rundum Erbe. Ich weiss der Teufel was aus. Und so ein bisschen die Eigenverantwortung und die Zuversicht, dass es gut kommt, das finde ich, das geht immer mehr verloren. Ich sage dir, in 10 Jahren haben wir Helmobligatorium im Auto, wenn wir so weitermachen. Ja. Das finde ich eigentlich schade. Und so ist es eben auch beim Reisen. Ich könnte ja Durchfall bekommen, es könnte mir Mucke stechen. Ist es denn nicht gefährlich in Bogotá? Also der Grundoptimismus, das Leben treibt mich schon. Und es soll sein, dann soll es sein. Das finde ich, müssen wir langsam ein bisschen überdenken. Aufpassen, dass man dort nicht... Es ist ein riesiges Geschäft geworden. Absicherung. Genau. Ja, ja. Angst einflößen. Weißt du, ich sage immer, das Lustige ist, wir haben also in der Firma in der Möglichkeit, Versicherungen abzuwickeln für Kunden, Markenmandat und so. Und ich bin das sukzessive am Abstoßen. Weil ich sage immer, also erstens mal, es interessiert mich nicht das Geschäft. Und das Zweite ist, wenn du etwas hast bei der Kundschaft, das nicht klappt, hat es zu 95% mit Versicherungen zu tun. Weil es nicht das zahlt, was man gedacht hat oder was auch immer. Und es ist auch für mich so die falsche Sicherheit. Weil schlussendlich musst du immer noch selber denken. Ja, plus kostet es Geld. Sehr du kommst ja noch in einen monetären Kreislauf rein, oder? Je mehr, dass du versicherst und absicherst. Absolut. Mittlerweile kannst du bald nichts mehr kaufen, ohne 1000-mal beschrieben zu haben, was das ist. Weil es könnte ja etwas sein, dann kannst du eine Klage einreichen. Und der ganz Seich-Excuse, der schwappt jetzt einfach wirklich das, über Atlantik. Ist das so, Amerika? Da können wir den USA zu verdanken. Ja. So, leider Gottes. Ja. Aber wir werden, Europa macht ja immer mehr mit. Also mittelfristig sind wir sowieso eine Kolonie von den USA. Okay. Spannend. Ja, du. Ich meine, wenn du so viel siehst, oder gesehen hast auch schon, wie du mit so ganz unterschiedlichen Menschen zu tun hast, und das, ich bin auch schon gereist, ich bin schon zweimal, habe ich sozusagen größere Reisen gemacht. Ich mache immer so alle 10 Jahre, ohne zu planen, eine Auszeit. Und ich merke einfach immer wieder selber, wie es mich erdet.
dass du das wieder realisierst. Ich weiß noch, ich bin als 21-Jähriger anderthalb Jahre auf Weltreise gewesen, komme zurück, mache bei meinen Eltern den Kühlschrank auf, schaue den Kühlschrank an und denke, wow, es hat ja einfach alles. Mhm. Und es hat eine Phase gegeben, ich habe fast keine Geld. Bei 200 Franken bin ich noch retour gekommen. Also ich habe, ja, das ist irgendwie Ketchup und Spaghetti, weißt, um einfach günstig zu essen, oder? Und wenn du dann plötzlich wieder in diesem Schlaraffenland bist, das fährt, also ist mir extrem eingefahren. Ja, das glaube ich. Und ich glaube, das brauche ich auch immer wieder, um wieder eben mich ein bisschen zu erden und zu sagen, hey, bist einfach bewusst, was du da hast. Du hast vorhin das Basecamp Schweiz angesprochen, oder? Was denkst denn du für die Zukunft für die Schweiz? Du hast jetzt vorhin so ein bisschen düsteres Szenario, die Amerikaner und so weiter, aber wie schaust du das an? Wie gehen wir Schweizer mit der Zukunft? Also ich will auf Nationen abbrechen, jetzt ist es einfach ein krasses Beispiel. Ja, ja. Einfach, wie mehr Menschen uns immer mehr in eine Richtung entwickeln, wo ich immer mehr wegführt vom Urvertrauen ins Leben. Ja. Das kann ich nicht. Aber sonst ist es ein Haufen Pessimismus rum. Mhm. Wir haben die ganzen ökologischen Herausforderungen. Ich habe gestern einen Vortrag von 1200 Leuten zum Thema New Work. Zuerst habe ich gefragt, was ist das? Mhm. Ja, das wird eine grosse Herausforderung für die Unternehmen. Es wird schwierig. Und wie gehen wir um? Die Generation Z will nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen Habakuk. Es ist einfach hier und jetzt ist es jetzt so. Die Zeit, dass es uns Menschen gibt, entwickeln wir uns, inklusive der Planet. Und wir müssen einfach dort versuchen, fortlaufend die Sachen zusammenzusetzen, neu zu definieren und eben sagen, das Glas ist halb voll. Und nicht halb leer. Es ist wirklich ein abgedroschener Spruch, es ist wirklich auch so eine Chance. Mhm. Und auch die Herausforderung Ökologie zum Beispiel. Also, was machen wir jetzt daraus? Das ist eigentlich ein riesiges Feld, wo wir ein Fundament bauen können für vielleicht eine Zukunft gestalten, die sicher wird anders sein. Mhm. Aber die Tendenz, das haben wir Schweizer halt, das ewige Gejammer, wir Armen, Schweizer, oder? Muss ich sagen, das ist einfach nicht der Weg. Wie meine Branche gejammert hat vor 15 Jahren, jetzt kommt das böse Internet, nimmt uns alle Kunden weg. Mhm. Uns braucht es nicht mehr. Mhm. Ein riesiges Gejammer, oder? Oder das Gejammer über Generation Z jetzt. Mhm. Sie wollen nur noch 70 bügeln, sie wollen flexibel bleiben. Ja, ja, es ist ja so. Ja. Das Internet ist da, Generation Z ist da. Jetzt, okay. Was mache ich daraus? Finden wir einen Weg. Ja. Und es gibt Wege. Und die Jungen sind so gut heute. Die sind nicht nur so, wie sie niedergeschrieben werden zum Teil. Weil sie nur, was weiß ich, mittlerweile 30 Stunden arbeiten oder 40. Ja, das ist ja wurscht. Ja, das kommt ja immer noch darauf an. Ich glaube auch da, es ist ja vielfach auch, weißt du, die am lautesten schreien, die hörst du ja dann, oder? Aber es gibt ja viele, die gar nicht. Also, ja. Ich sage, ich bin ja gelernter Landschaftsgärtner. Ich glaube, wenn du mit einem Landschaftsgärtner redest, der eine Lehre macht, der hat sich diese Gedanken nicht gemacht. Behaupte ich jetzt mal. Ja, ich glaube, der hat doch ein bisschen Mühe im Homeoffice, oder? Gell? Oder also, weißt, ist, auch. Genau, also es sind so abstrakte Teile, ja. Oder? Wenn wir jetzt gerade vom Handwerklichen reden, weil du hast ja auch die Vergangenheit, handwerklich. Jetzt aber, wenn du vorhin noch gesagt hast, eben, das Internet ist gekommen, die Generation Z. Wir können auch die Zukunft gestalten. Wie machst denn du das persönlich? Hast du so Momente, wo du sagst, hey, ich ziehe mich jetzt zurück, mach mir mal Gedanken. Jetzt kommt das böse Internet. Mhm. Mit einem Unternehmen wie du führst, woher holst du die Inspiration, um das weiterzuentwickeln? Oder wie passiert das bei dir? Ich denke, es ist einfach das Positive versuchen zu sehen. Also, ich habe dann mir gesagt, respektive allen Mitarbeitenden, was kann das Internet nicht, jetzt in diesem Beispiel, oder? Was kann das Internet nicht? Es kann dir Preise rausspucken, du kannst buchen, du kannst Booking, du kannst Kayak, du kannst Swiss, oder? Was das Internet aber nicht kann, es ist kein Mensch vis-à-vis, wie wir zwei jetzt hier hocken, oder? Also, ich habe dann das Wort Mehrwert bei uns, habe ich durch mehr Menschen ersetzt. Und es gibt Menschen bei aller Digitalisierung, die suchen auch den Menschen. Ob es jetzt um Pensionskasse geht oder um einen Reisetraum oder sie wollen ein Auto kaufen oder ein Haus bauen, sie wollen nur mit einem Menschen reden. Und das ist ein Restsegment der Menschen, die der Mensch sucht. Ja. Und dort musst du nicht den Mut haben, zu sagen, ich fokussiere mich auf die. Ja. Und der, der einfach schnell auf New York kommt oder auf London, bei Swiss.com das bucht, so what? Das soll er. Wenn er 10 Mal auf New York geht, ist das Gescheitste für ihn.
Wenn er aber eine Privatsafari durch Botswana machen mit seiner Frau und wissen, wo ist die Männung gut, wo ist gut, auf was kann ich achten, kann ich 24 Stunden anrufen pro Tag, wenn ich ein Problem habe, dann kommt er zu uns. Also, du findest immer Wege. Ja. Und das gleich mit der Generation Z. Die musst du eben integrieren, ich habe es gestern gesagt. Okay, wir machen mit, wir wollen zusammen dorthin, du willst nur 30 Stunden arbeiten. Du willst aber noch gleich den Lohn. Okay. Let's do it. Oder? Also ins Boot holen, sozusagen, ja. Oder? Und nicht eben zuerst nicht mal schimpfen. Nicht sagen, du fühlst dich. Genau. Sorry. Ja. Und wir können es nicht ändern. Ja. Also, wir können sensibilisieren, das finde ich das Wichtigste fast. Wir können sensibilisieren auf eine Problematik, auf eine Herausforderung. Mhm. Das können wir aber ändern. Was wir vor allem können, das ist für mich das wichtigste Wort, wir können Vertrauen schenken. Und das geht immer mehr verloren auf diesem Planeten. Sei es im Unternehmertum, sei es im Privaten, sei es im Politischen. Dass man einfach einander vertraut und den anderen auch machen lassen. Ja. Auch seinen Weg gehen, wenn er jetzt vielleicht ja. nicht identisch ist mit deiner Denke oder mit genau. deiner Ausrichtung. Hast denn du, eben du, hast ja, du bist hier aufgewachsen, bist jetzt hierher gekommen, wo du stehst im Leben. Was hat sich denn für dich in diesen 63 Jahren so verändert, du weißt, das ist etwas, wo, wirklich, wo ich merke, hey, das ist anders. Wo da positiv und auch negativ kann sein. Was geht dir da durch den Kopf? Wenn du so schnell Zug machst durch dein Leben? Nein, eigentlich etwas anderes. Dass ich ein riesiges Glück hatte. Oder ich bin hier auf die Welt gekommen. Wir haben, als ich bei 12 war, das erste Mal einen Fernseher gehabt, einen schwarz-weißen. Ich habe mit 17, dank dem Sport, das Trainingslager in der damaligen Tschechoslowakei, das erste Mal fliegen. Ich habe dann, als ich den Change gemacht habe, noch mit dem Telex müssen, mit Bolivien arbeiten. Ich durfte miterleben, dass all die digitalisiert, dass es plötzlich ein Mobile gibt, dass es GPS gibt. Also all das durfte miterleben, was in den letzten 60 Jahren passiert ist. Mhm. Auf diesem Planeten, aber auch mit uns Menschen. Ich finde es einfach ein riesiges Glück. Ich hatte das Glück, ich war nie in der Generation vom Krieg, wie die Eltern da unten. Und mir geht einfach das durch den Kopf, die wahnsinnigen Veränderungen, die sind passiert. Durch unsere ewige Weiterentwicklung, durch unseren Drang nach weiterkommen, drückt sich primär mal technologisch aus, aber schlussendlich auch gesellschaftlich. Ja. Und das, was mir schon Angst macht, wo ich schon manchmal denke, Gott verdecke, die Abhängigkeit von unseren Mobiles, oder? Also das ist wirklich... Aber vielleicht bin ich ein alter Sack. Vielleicht ist das die Zukunft. Ja, ich meine, Fahrzeug. Ja, ja, es geht gar nicht mehr an. Es sind alle nur noch vor der Scheibe, oder? Und dann denkst du zuerst mal, Kopfverdeckel. Aber vielleicht ist auch das, ist auch das Glas halb voll. Ja. Vielleicht ist das der neue Mensch. Wie gehst du mit dem Handy um? Das ist hochphilosophisch. Wie gehst du mit dem Handy um? Ist das für dich einfach ein Mittel zum Zweck? Oder? Nein, ich bin absolut abhängig. Oh, okay. Du weißt, was es alles ist. Ja, es ist alles. Es ist Bank, es ist der Wecker, es ist das Telefon, es ist... Enzyklopädie, es ist alles. Ja. Jetzt geht eine Erfahrung, mache ich im August mit dem Sohn, Papa Sohn, auf dem Kili. Dann haben wir gesagt, so, 6 Tage Flugmodus. 6 Tage kein Alkohol, 6 Tage nicht duschen. Das Konzept. Ja. Und du glaubst nicht, der erste Tag sind wir fast draufgegangen, oder? Entzugförmlich, gell? Und dann plötzlich merkst du, das ist ja so gut. Das ist ja so gut. Und es hat uns echt gut getan. Kaum sind wir aber, sind 6 Tage abgelaufen, sind wir runtergekommen. Paff! Dumm, 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 dumm. Was ich ja früher oft erlebt habe, ich bin so viel gereist, jahrelang. Da hat es noch Postrestanten gegeben. Oder, dann hatte ich alle 3 Monate einen Brief gehabt, auf dem Post Office in Kathmandu von der Mutter. Okay. Da hat es kein Telefon gegeben, kein Geld, kein Handy sowieso nicht. News sowieso nicht. Und jetzt schnell einen Bogen. Wir werden so überflutet mit News. Und ich habe auf so manchen Reisen gelernt, vor allem wenn ich in Nordkorea war zum Beispiel, oder in Tibet, in Pampa. Wenn du 2 Wochen keine News hast und du kommst zurück, du hast nichts verpasst. Aber gar nichts. Aber was machen wir? Ich auch täglich.
reinschauen. NZZ, Tagi, was ist los auf der Welt? Und schlussendlich, ein bisschen krass, ich weiss es, was bringt es dir wirklich? Ja. Das, dem schaue ich, ein bisschen aber als alter Sack, ein bisschen bedenklich entgegen. Ja, also ich bin voll bei dir. Ich merke selber, ich habe den Medienkonsum reduziert. Weil ich einfach gemerkt habe, als erstes mal ist es einfach die Zeit, die da flöten geht. Das ist mal das eine. Und das andere ist, du sagst es absolut, es bringt ja gar nichts. Also, ja, aber gleich machst du es jeden Morgen. Ja, es ist so, ja, ich könnte etwas verpassen. Ja. Oder? Ich habe es dann auch noch mit der Begründung, ja, ich muss ja schauen, wegen der Weltgeschehen, wegen der Börsen und Einfluss für meine Kunden. Bla. Aber eigentlich auch das, es macht dich nur kirre. Also ich habe es erlebt, wo in der Finanzkrise die Kurse nur und aber sind. Irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, ich schaue einfach nicht. Weil nein. Es ist Ende Woche, können wir wieder mal schnell zählen, ja, okay, aber sonst bringt es nicht. Und das, was du vorher jetzt gesagt hast, also das mit dieser Angst und Vertrauen, ja, ich glaube auch, es wäre schön, wenn man mehr Schritte aufeinander zu machen würde und nicht immer das Gefühl hat, was will der andere oder was, ja. Oder das schwarz-weiß denken. Oder schafft echt ein Mitarbeiter im Homeoffice oder ist jetzt genau. Ein Buddy? Ich hoffe beides, oder? Genau. Dann hat er, wie sagst du, so eine Life-Balance. Das heißt genau. Aber nicht Work-Life-Balance. Life, ja. Also, jetzt kommen wir aber gleich hier an diesem wunderschönen Ort im Fribourgisch. Ich bin also übrigens noch vor etwa 3 Monaten bin ich wandern, von Fribourg auf Châteaudet. Oder Châteaudet, ich weiß gar nicht. Châteaudet. Châteaudet. Wunderschöne Region, einfach, dass wir noch schnell Werbung gemacht haben. Wie schaust du noch auf die nächsten Jahre, weil bei dir kann ich nicht sagen, hast du eine Bucketlist, und das willst du noch machen? Ich meine, du hast also so viel gemacht. Mm. Das gibt es vermutlich bei dir gar nicht. Ich habe mal mit 36 gesagt, wo die Tochter ist auf die Welt gekommen. Nein, Mann. Ich habe schon so viel dort verleben bis dann. Wo die Tochter ist auf die Welt gekommen, habe ich zu Silvia gesagt, zur Mutter, alles, was jetzt noch kommt in meinem Leben, ist Zugabe. Und dann ist Post an. Aber so richtig. Wegen dem, ja. Das ist wirklich so. Und wegen dem, nein, ja, die Bucketlist nicht. Und okay. Jetzt fragt mich ja nicht, gibt es so etwas, was du gerne würdest herreisen? Nein, nein. Ich sage dir das nicht, das gibt es schon. Okay. Das ist deins. Ja, ist... genau. Ja, alles gut, du, alles gut. Aber gibt es etwas, wo du dich auf die Zukunft sonst noch freust? Jetzt, wenn du so jetzt einfach gerade in die nächsten Jahre schaust, jetzt unabhängig von dieser Zahl 65? Unabhängig von der Zahl? Also ich habe ja, Hölle, Blush an der Nähe und dem Levin. Ich bin gespannt, wo dann ihre Reise hergeht. Absolut. Und da freue ich mich darauf, das zu verfolgen. Ich freue mich darauf, unser Unternehmen zu verfolgen. Ich freue mich darauf, mehr selber zu verfolgen, wie mein Leben jetzt so privat weitergeht. Ich bin jetzt eine Partnerin, die ist 30 Jahre jünger. Da kannst du schon fragen, welche Droge ihr nimmt. Also, ja. Welche? Wollen wir nicht so. Okay. Also auf diese Sachen bin ich schon gespannt. Aber generell auf das Leben. Ja. Was bringt das Leben? Du machst eigentlich den Arm auf und begrüßt das Leben. Ja. Kann man das so sagen? Also wenn ich da oben gehe, ins Auto sitze und dann steht der Traktor auf dem Weg, wo wir vorhin sind, aufgefahren, habe ich ein gröberes Problem. Ja. Mit Kreuz links hat der Vortrag. Was bringt es? Ja. Aber auch hier, Schritt für Schritt. Ja. Gell? Also, dann lassen wir dich langsam gehen. Ich danke dir, dass du dir trotzdem Zeit gefunden hast in deinem aktuell sehr engen Zeitplan, mit mir hier an deinem sozusagen Heimatort Herz zu sitzen und über das Leben, über das Älterwerden, über das 65 zu philosophieren. Und ja, ich wünsche dir einfach für die Zukunft weiterhin alles Gute. Besten Dank. Danke vielmals. Ich dir auch. Mach weiter so. Danke. Hey, was ist denn?